Ja, wer dachte, ich säge jetzt einfach so weiter, der hat sich geschnitten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben natürlich gleich weitergespielt hier. Ist ja nur so für mich. Was ist das da? Das war der Brick. Die holen wir uns mal. Feuer! Nur so geschossen habe ich immer noch keine, gell? Alle Hunde klar zum... Sind bereit, Sir. Feuer! Ich will noch einmal so geschossen reinhauen. Oh, ich hoffe, die rammt's ungerammt. Und jetzt... Die hat uns gerammt. Feuer! Feindliche Verstärkung, Captain! Sie versuchen zu fliehen. Laden nach! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Sir, das wird sie versenken! Feuer! Ihnen im Wasser, Sir! Nach Frieden! Welches von den beiden ändern wir jetzt noch? Enton? Hallo? Ach, ändern das da hinten. Natürlich, okay. Wenn sie das können, soweit werfen, dann will ich ja nichts dagegen sagen. So, Nacht. Nun müsst ihr alle sterben. Nacht und... Das war's auch schon. Wow. Ja, natürlich im Flug, die erwischt er mich noch. Stirb einfach! So. So, weg damit und stirb! Oh, hast es den Boom tot! Einfach reingerannt. So. Na dann, zeig mal, was du ein flachter Bäuer ist, mein Junge. Habe ich mich gar nicht geguckt gerade. 65 Metall, alter Schwede, ist das geil. Bekanntheitsgrad verringern, ja, machen wir mal. Bekanntheitsgrad verringern. Minus ein ganzes Zeichen. Jawoll, wunderschön. Bekanntheitsgrad wurde erhöht. Das ist Bekanntheitsgrad erhöht. Segel setzen, Bewegung! Das Schiff können wir anscheinend auch aufrüsten, da krieg ich dann schon. Jetzt zeigt es! Wir zeigen es! 7100 haben wir mittlerweile wieder schon. Das gefällt mir! Und was haben wir da hinten an Beute so rumschwabbeln? Rum fünfmal? Okay, das ist nicht so sonderlich viel jetzt. Und wir begeben uns in Richtung Schatz. Was war da hinten gerade? Brennt irgendwie, kann es sein, dass ich die vielleicht erwischt habe? Keine Ahnung. Okay, dann gucken wir gleich mal, wo der Schatz liegt, dann tun wir das Schiff noch schnell upgraden. Ich glaube, die haben einfach nur erwischt und die gibt's da. Und was ist das da? Das ist doch ein schönes Frachtutensil. Was ich mir natürlich einheimse. Zucker mal zwei. Na gut, okay, das ist jetzt nicht so das Ding. Und da sehe ich auch schon die Insel, wo der Schatz drauf liegt. Na, das gefällt mir doch. Dann geht das hier ganz schnell und wir sind gleich wieder weg von der Insel. Wir machen mal Ort ansehen. Piraten, geht gar nicht. Geldjäger! Segelreffen raus aus der Böe! Gehen wir mal ganz schnell raus, bevor wir mit den Piraten kämpfen. Großsegel bergen! Das hat bestimmt gebracht. Mit der 3 cm schwimmen kann. So. Und da haben wir den Schatz auch schon. 1000! Alter, da waren 1000 drinnen. Hilfe beim allmächtigen, bärtigen Seemann. Beim 7 Rumpelzahl. Die gibt's bestimmt. Seemann 7 Rumpelzahl. Den gab's 100 pro, weiß ich. Da bin ich mir vollkommen sicher, dass es den auch wirklich gab. So. Jetzt gucken wir noch ganz schnell, bevor wir uns mit dem Piratenschiff anlegen, ist das sogar ziemlich gut, dass wir das machen. Und da haben wir gerade 1000 gefunden, das bringt uns ja noch weiter. Juhu! Schiff aufrüsten. Nehmen wir verkaufen erstmal, Fracht verkaufen, das kann ich natürlich auch auf dem Meer machen, da kommt er nach Bayern und hält sich das ab. Boah, nochmal 1300, yay! Und nochmal 1600, yay! Und wir kaufen Jackdaw Upgrades. Jagdkanonen.
Stärke des Rammsporns. Mörser können wir verbessern. Den mache ich sofort. Natürlich, Mörser hole ich mir. Damit ist das Eisen auch schon wieder alle. Schwere Kugeln können wir auch noch verbessern. Machen wir auch gleich. Und Lager für Feuerfässer. War es auch, ist auch das Einzige, was wir noch machen können. Also rüstbar das gleich auf. So, der Tauchglocke haben wir gleich. Hier haben wir irgendwas schon voll. Hier haben wir schon ziemlich viel ausgebaut. Lager für Stärke der Harpunen müssen wir noch einmal upgraden. Da brauchen wir erst einen Plan. Und ansonsten haben wir alles gemacht, was wir machen können. Ich würde aber gerne, Moment, ich will dem Schiff nochmal ein neues Segel verpassen. Das gefällt mir nicht so. Das hat mir vielleicht mal vor 2 Folgen gefallen, aber ne. Kaufen, Jector Upgrades. Aussehender Jector. Ledersegel, zerfetztes Segel, Scharlach. Haben wir schon irgendwelche Segel? Weißes Segel. Rautensegel, ist das, was wir gerade haben? Ich nehme das Weiße wieder, sieht besser aus. So, Jector Upgrading. Und wir begeben uns an Bord. Ja. Die Piraten wissen gar nicht, wie ihnen geschieht gleich. Die Piratenjäger. Captain hat das Ruder. So, da hinten ist das Schiff, das feindliche. Oh, das schaffen wir nicht. Steuern genau auf die Klippen zu. Habt ihr nicht gehört? Okay, wir haben sanft live. Da passiert nicht so viel. Ja, ich hoffe ja, dass es noch ein Level 40er ist. Da hinten ist es. Ne, ist kein Level 40er, oder? Ja, ein 25er Brick. Wir können immer noch nicht, okay. Ha! Feuer! Die haben noch nichts, mit dem sie feuern. Oh, hinter uns. Das sind zwei hier. Mist. Hinter uns noch einer. Das habe ich nicht. Damit habe ich nicht gerechnet. Alter. Das war doch ein großes. Ach du Schokolade. Wo kam das denn jetzt her? Ups. Ich habe die ganze Zeit nur mit einem und auf einmal stand ein riesiges hinter mir. Wo kam das her? Ja, wir gehen einfach mal direkt. Hier kommt zur Hauptmission. Wir überhaupt noch irgendwas schaffen in der Folge. What the fuck? Was war das denn jetzt? Alle Segel klar zum Setzen! Alle aus der Großbergen! Ich hab das... Habt ihr das gesehen? Zoll Segel! Das muss ich mir im Video nochmal anschauen. Das kam jetzt sehr unerwartet. Weg war... Ja. Naja, wir reisen in der Zeit zurück. Ins Jahr 1900... Ins Jahr 1800. Wir reisen immer weiter in der Zeit zurück. Obwohl das eigentlich nur Meter sind. Krass wäre es natürlich, wenn du jedes Mal... Boah. Da sind sie am empfindlichsten. Warten auf dein Zeichen, Captain. Aber mal, ich habe es einfach nur so gemacht, keine Ahnung. Krass wäre es natürlich, wenn du jedes Mal... Ach, siehst du mal, wir haben gar keinen... Wir haben ihn gar nicht mehr gesucht, weil wir besiegt wurden. Alles klar, okay. Da geht's zur Mission. Na, dann machen wir das doch mal gleich. Da steht immer noch ein verbranntes Schiff. Wundert mich, dass wir da keine Strafe zahlen mussten oder so, dass irgendwas kaputt gegangen ist, weil wir sind einfach nur zum Sturm worden. Das war's. Keine Strafe, gar nichts. Na gut, sie würden uns wahrscheinlich sofort töten, wenn sie uns erwischen würden, also von daher
Haben sie ja gemacht. Gehe nicht in Frieden. The wind from so westward, we hold our ship to deep soundings to take us forward. Okay. Das war irgendwie jetzt so ohne Stimme. Ich hoffe mal, dass das jetzt lustig wird. Das wird lustig, bestimmt. Da ist ein Schiff. Er ist entschlossen zu bleiben, sagt er. Zum Teufel mit ihm. Alle sollen hängen, die dem Bastard in die Vergessenheit folgen. Nassau ist am Ende. Und ich bin es auch. Das sehe ich anders, mein Freund. Jedoch kann ich es dir nicht verüben. Du suchst immer noch nach diesem Weißen? Ei. Bei einem Überfall letztens hörte ich, dass ein Mann namens Roberts ein Sklavenschiff betreibt. Die Princess. Vielleicht siehst du es dir an. Die Princess. Danke, Thatch. Nun steh nicht da wie ein Fass nasse Fische. Lass uns meinen Ruhestand feiern. Entkork dem Mann sein Frühstück. Lass uns ein paar Flaschen übrig. Was war das denn jetzt? Ein V? Wer ist das denn? Ich glaube, hier geht gleich was mega nach hinten los. Wer ist das? Hallo? Männer? Leutnant? Ist hier jemand? Was? Ihr bleibt hier. Schießt auf alles, was sich bewegt. Was gibt's Neues? Es war ein Deserteur bei ihm, der mein Gesicht kannte. Schnitzte ihm die Kehle auf, bevor er mich anschwärzen konnte. Hat euch jemand gesehen? Glaube nicht, Sir. Doch ich fürchte, Kenway hat Verdacht geschöpft. Ihm entgeht nicht viel. Erzählt von diesem Strand. Eine feine Versammlung, Sir. Die meisten sind gekommen. Das kommt uns sehr gelegen. Versteck mich mal hier. Erzähl mir von Edward. Was ist das für ein Mann? Sein Name ist Thatch, Sir. Zumindest hallo, geh doch mal. Oh, Alter, Kenway. Ich glaube, der Hund ist das. Reichlichlose Planken, Sir. Details, Mann. Das gibt's nicht. Mist. Ich hasse dieses Dreifachsprung-Ding. Okay, müssen wir. Das hat so gut begonnen. Ey, ich habe mich selbst gewundert, dass ich mich so gut verstecken konnte. Jetzt hakt's daran, dass ich mich in diesem Dreifach-Ding verstecken muss. War ein Deserteur bei ihm, der mein Gesicht kannte. Ich schlitzte ihm die Kehle auf, bevor er mich anschwärzen konnte. Hat euch jemand gesehen? Glaube nicht, Sir. Doch ich fürchte, Kenway hat Verdacht geschöpft. Ihm entgeht nicht viel. Erzählt von diesem Strand. Eine feine Versammlung, Sir. Die meisten sind Volltrupp. Das kommt uns sehr gelegen.
Erzähl mir von Edward Teague. Was ist das für ein Mann? Sein Name ist Dutch, Sir. Zumindest nennt er sich so. Ein ganz verrückter Hund ist das. Verdichtlose Platten, Sir. Details, Mann. Hör auf mit dem Gefasel. Nun, Sir, er trinkt sehr viel zum Beispiel. Und hat ein eigenes Getränk. Ein ganz normaler Rumflip, aber mit einer halben Ladung Schwarzpulver zum Abrunden. Habt ihr richtig gehört? Er trinkt Schwarzpulver? Ei, Sir. Nur zur Schau. Und erst letzte Woche rief er ein paar seiner besten Männer zusammen und schickte uns in den Frachtraum seines Schiffes, wo er Schwefel und andere stinkende Dinge verbrannte. Wir saßen da im Qualm, als wäre es der Höllenfuhl selbst, das kann ich euch versichern. Guter Gott! Warum denn das? Er wollte uns auf die Probe stellen, unsere Zauberzüge testen. Natürlich hat er es wie immer am längsten ausgehalten. Ich dachte schon, ich müsste da sterben. Dreckige Wilde. Seid unbesorgt, Soldat. Das wird ihr Ende sein. Na los, es ist Zeit. Schnell, gebt das Signal. Und erinnert euch stets an diesen Tag. Was zum Teufel? Ach du Scheiße. Fuck, runter, runter, runter. Ejector rein. Was ist denn hier passiert? Ach du Scheiße, was war das denn? Das war alles eine Falle. Ich war so... Was? Geh aus dem Feuer raus! Geh aus dem Feuer raus! Kettle, geh aus dem... Alter Schwede. Wir sind fast gestorben. Ach du meine Fresse. Das Kriegsschiff mit Scherenkugeln meine Frierungsfähig machen. Machen, töten, haben wir schon geschafft, okay. Der Winkel stimmt noch nicht. Das rammen wir. Das kannst aber wissen. Zurück, Captain. Ihre Kanonen zerreißen und Feuer! Sie sind beschädigt! Zu schießen! Feuer! Niemand holt unseren Freund aus dem Ruhestand zurück, mein Lieber. So, rum mit der guten... Ja, da kann man... Mörser, schade eigentlich. Da mal einen Mast von ihnen umgeknickt. Ich hol die schon, keine Ahnung. Und das war's. Das Kriegsschiff ändert. Niemand legt sich mit uns an. Alter, die haben zwei Piraten von uns platt gemacht. Achtung, Zusammenstoß! Ich hol mir kurz das Metall von denen. Alle außer Großbär! Ach du Scheiße, der Strand ist in Flammen aufgegangen. Alle Schiffe außer uns ist weg. Fetch hat zum Glück überlebt. Holen wir uns das Baby. Alle Segel treffen! Mann zu hoch und treffen! Ich kann es nicht ändern von der Seite. Aber auch jetzt. Zieht sie in ihren Untergang! Pulverisch. Was? Pulverisch auf des Schiffes zerstören. Machen wir anders. Moment, wir gehen nicht da lang. So, hoch mit uns. So, komm, rüber da. Okay, das wollte ich eigentlich nicht so machen, aber okay. Und ob wir das machen werden. Gute Nacht. Wir sollen also die gesamte... Erledigt sie alle, Jungs. Keine Gnade. Das werde ich machen. Keiner wird überleben. Egal, ob ich mit 20 Leute töten soll. Mann. Wie ergeht es dir, Edward, mein Freund? Heute werde ich nicht sterben, Bastarde. Falsch, aber. Kommt schon. Stirb einfach. Du hast hier nichts mehr zu melden. Kannst du frei kämpfen, Freund? Oh, jetzt sind wir doch. Klar. Aber der hat mich doch schon dreimal besiegt hier, ey. Dies ist die Straße ins Verderben! So, okay. Gute Nacht, liebe Freunde. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn du mit dir doch
alle sterben. Gegnerische Bürgerreserven vernichten. So, stirb endlich. Ja, wird doch. So, der ist weg. Der ist weg. Ach, wir haben schon gewonnen. Was zum... Hier! In einer Welt ohne Gold wären wir Helden gewesen! Der Teufel! Wo ist die Jackdaw? Alter. Ernsthaft. Das sind alles Marineschiffe. Ach du Scheiße. Ohne Scheiß, also das. Wir kommen erstmal aufs offene Meer. Sir, was ist mit Thatch? Ist er tot? Captain? Er trinkt Verderben. Ihr könnt mich echt, jetzt muss ich der besonders noch 5 Sterne geben, weil sie mir gefallen hat. Scheiße, scheiße. Die Wichser haben Tetsch umgebracht, ich glaub's nicht. Ich weiß gerade echt nicht, was ich dazu sagen soll. Ja. Wir sind mitten auf dem Meer. Puh. Naja, gut. Was soll ich dazu jetzt sagen? Ich meine, ich hab mich so auf die Geschichte die ganze Zeit gefreut. Im Trailer hast du ja gesehen, wie Tetsch einem erzählt hat, diese Geschichte da erzählt hat zu den Piraten über uns und so. Ich habe mich so gefreut darüber, solche Dinge mit Tetsch noch zu machen und jetzt, weiß nicht, das ganze Blackbeard-Feeling war irgendwie viel zu kurz. Rest in peace, Tetsch. Bis nächstes Mal, Leute. Bis nächstes Mal.